Stell dir heran. Hallo. What the f. Was ist für eine Lehrerin, Alter? What the fuck, ey? Jo, ja, puh, einfach mal rausschmeißen. Was ist für eine Lehrerin, ey? Ist ja schlimm. Ah, mir fällt gerade auf, dass in den Fenstern nochmal draußen verschiedenes zu sehen ist. Das ist ja cool. Das habe ich bisher noch nicht gesehen bei Freebird Games, dass sie das gemacht hätten. Oh, es regnet. Das Übergänge sind interessant gestaltet, muss ich sagen. Vor allen Dingen sieht man mir auf, dass die Schul Tresore Dinger da Bäume haben als so Baumkronen haben, fällt mir ganz so auf. Ach, die Musik ist auch schon wieder. Sehr viel mit dem Klavier in dem Spiel gemacht. Ich mag das Klavier als Instrument. Ein schönes Instrument. Aber mir fällt auch auf, dass er gerade grinst. Also lächelt. Also wenn die Augen zusammengekniffen sind, dass ein Lächeln da stehen natürlich. Was? Bäume? Was zum. Schieben sich Bäume mal zur Seite, ja. Oh. Ein Dachs. Ich mag Dachse. Das sind süße Tiere, Dachse. Ein kleiner Vogel. Okay. Da schon wieder der Dachs. Das ist ja cool, dass sich ihn in den Rucksack versteckt. Hier ist allein schon Gänsehaut durch die Musik und leichte Tränen in den Augen. Ah, das ist so süß, ey. Oh, wie viele Posen, Alter, das ist so. Das ist so toll. Das ist toll gemacht. Ach gut, es ist ein kommerzielles RPG-Spiel. Da ist das nichts Unnormales, aber trotzdem. Ich glaube, der Baum verfolgt mich. The fuck geht hier? Alter, das ist. Wie sich die Bäume mal so bewegen, ey. Man erinnert mich ein bisschen an LSD, irgendwie, also Dream Emulator. Ach, das ist so eine Tierpflegestation, glaube ich, hier. Also, Bad Story soll ja die Vorgeschichte zur zweiten Episode von To the Moon sein. Also, Finding Paradise heißt sie, glaube ich. Ist anscheinend zu. Na, gehen wir mal weiter. Wenn man so in Valchess reinkommt. Die Übergänge sind teilweise ein bisschen sehr
abrupt irgendwie. Ach da. Tiere verboten steht da oben. Mettlicher Solid oder was? Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Das ist die falsche Tür. Ja. Oh. Bei dem Spiel bin ich irgendwie ein bisschen still. Ich glaube, der ist nicht so schlimm. Und jetzt bin ich sowieso ein bisschen müde. Was soll ich hier machen? Hier rein oder wie? Ja. Achso, da ist ein Lichtschalter an der Wand, verdammt. Mann, wo soll ich denn wissen? Ich dachte, das müsste ich da an der vorderen Wand aktivieren, was dann geblinkt hat. Anscheinend seine Mutter oder sein Vater oder seine Eltern oder was auch immer kommen anscheinend immer viel später her als er heim und hinterlassen ihm dann immer Nachrichten oder so. So ich mir das denke. Vielleicht kümmert er sich deswegen, der ist auch um den Vogel. Weil wegen seinen Eltern, weil er vielleicht dann, ja, also, wissen Sie, ist mein. Und wie kann der Vogel eigentlich. Da ist doch kein. Das ist eine Tür. Ich habe gefragt, wie der Vogel Türen benutzen kann. Dann springen wir nicht runter, Freundchen. Was ist? Irgendwas von Schweißtropfenvogel, habe ich verstanden, aber das war's aber schon. Das ist ein bisschen ungünstig natürlich an keine Sprache, dass man manchmal nicht weiß, was man tun soll. Das mag ich nicht weniger an solchen Spielen, die keine Sprache haben, sondern nur visuell sind, dass man manchmal nicht weiß, was man tun soll. Was soll das heißen? Ich kann das Icon nicht erkennen. Selbst im Vollbild nicht. Achso. Ach, das ist eine Kiste oder was? Oh, meine Fresse. Ist ja schlimm. Und jetzt zum Vogel. Oh Mann, ey. Ich will ihn im Wasser bringen. Ha, okay. Kann ich dann speichern? Nee. Ich kann den Kapitel anwählen. Na gut. Muss ich das doch an einem Stück durchspielen? Essen Vogel. Leute, Vogel essen. Oder was? Nee, zu essen bringen. Aber hat er überhaupt das zu essen? Der braucht doch ein spezielles Vogelfutter oder nicht? So ein Vogel.
Und daher, nun gut. Ich will mir echt ein Brot bringen. Fast dumm. Fressen nennt er auch eigentlich schon, oder? Keine Ahnung. Und Vögel das fressen. Oh, wo sind der jetzt hin? Ach! Der Blick. Das ist dumm. Das ist niedlich. Das ist süß. Okay. Na? Oh, jetzt aber. Quick Time Events. Man will natürlich nicht vorstellen, dass die Charaktere jetzt so gut ausgearbeitet sind wie in To The Moon, weil das durch Fehlen von Sprache gar nicht funktioniert. Weil das ist auch bei Unraveled so. Ein schönes Spiel, grafisch und so, ist glaube ich okay, aber die Charaktere sind sowas von unausgearbeitet und haben an sich keinen Charakter, weil die halt nicht sprechen. Ein Charakter kann nicht ausgebaut sein, wenn er nicht spricht. Das ist das Problem. Bei den meisten. Die können nicht nur durch Gesichtsausdrücke charakterisiert werden. Ach, das sind andere Vögel. Junge, spring dabei nicht runter. Das ist keine gute Idee. Was zum Fick? Mit einer Regenbogenschnur gesprungen. Ist klar, Junge, ist klar. Alter, tickt der noch ganz richtig? Ja, was ist mit dem Regenschirm runter? Ist doch nicht mehr ganz dicht in der Birne, ey. Ja, gut, andere, es ist immer noch ein Traum, ja. Na, da ist auch nicht mehr jemand da. Irgendwas. Was soll das heißen?